Hey, grüß euch und willkommen zu einem neuen Part von Ghost Recon Future Soldier. Im letzten Part haben wir Agent Daniel Sachs erfolgreich gerettet und jetzt ist er auch hier vorne gleich mit uns dabei. Und wir müssen jetzt hier raus. So, vielleicht sollte ich noch die Granate ändern. Nee, ich habe die Steuerung natürlich wieder vergessen, wie gewohnt. Ich habe wieder mal ein bisschen nicht gespielt, ein paar Tage. Oh! Na gut, sie war ein Sensor, zum Glück. Gut, ich glaube, ich habe auch nur die Pistole. Es könnte auch sein, dass ich keine andere Waffe gar nicht habe. Wieder zurück in die Stadt. Sir, ich denke, Sie haben sich einen Freund. Und ja, Grafikbug gibt es hier auch, wenn ihr mal schaut, hier die Tür. Also, ich glaube, die wissen selbst nicht, wie groß. Haben Sie das schwarz auf weiß? Ist nicht gerade schön. Beobachte sie schon lange, aber die wurden gewarnt. Ich habe die Akten versteckt, bevor sie kamen. Und wo sind sie? In einem Kofferraum. Der Wagen steht an einer Tankstelle im Norden. Ich hatte auch extreme Performance-Probleme, sehr, sehr extreme Performance-Probleme und bin dann draufgekommen, irgendwie durch Zufall, hey, schalt doch mal den V-Sync aus und dann hat's, ja, es hat geholfen. Dadurch, dass der V-Sync jetzt aus ist, läuft flüssig, komischerweise. Davor wollte es nicht flüssig laufen, jetzt geht. Es war schon mal bei einem anderen Spiel so, ich weiß nicht genau, welches es war, aber das kam mir dann doch in den Kopf und ich glaube, hier war ich schon mal bei diesen Ratten hier. Vielleicht habe ich das schon aufgenommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Hunter, wir haben immer noch viel Aktivität am Boden. Was haben Sie vor? Hunter sichert die Daten und drückt zur Ausweichlandung. Ich muss noch ganz kurz nachschauen, sorry. Nee, kann man gar nicht nachschauen. Ich weiß nämlich nicht, wenn man die Waffen wechselt. Wenn Sie wieder reingehen, dann tun Sie es besser schnell. Verstanden. Sind unterwegs. Hunter aus. Okay, hier ist dann noch sowas hier. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben. Ja, genau, hier sind wir stehen geblieben. Hier bin ich dann nicht mehr weitergelaufen. Und hier habe ich den Part beendet dann. Also ist es jetzt ab hier wieder neu Gebiet für mich. Okay, zuerst müssen wir noch Sykes hier schön in Rettung bringen. In Sicherheit bringen. Gut, das haltet sich ab und wir können weitermachen. Ah, jetzt habe ich wieder meine andere Waffe hier. Ah, okay, alles klar. Mit 1 kann man die dann schon wechseln. Dann sind wir hier wieder voll ausgerüstet jetzt und dann können wir hier wieder schön weiterballern. Hoffentlich kommen jetzt auch ein paar Gegner. Ja, schön durch die Kanalisation. Hoffentlich hat keiner eine offene Wunde, sonst holt es sich hier keine Ahnung was für eine Krankheit. Das wäre vielleicht nicht so schön. Okay, wir müssen Augen aufhalten. Wir sollten vielleicht uns tarnen, dass uns keiner sieht, weil vielleicht sind hier ein paar Gegner. Kontakt gerade voraus. Ja, hier sind Gegner. Nur ein Lanzer. Da ist nur einer, vielleicht können wir den umgehen, ohne ihn zu töten. Erkenne noch zwei. Ah, hier ist noch einer. Ja, gut, töte den. Töte den, töte den. So, markiert. Einer mit Schrotgewehr. Ja, das ist der mit Schrotgewehr. Dann gucke ich nochmal kurz nach. Ich bin ja so gut wie unsichtbar. Dann gucke ich nochmal nach, ob hier vielleicht noch irgendwelche sind, aber ich glaube nicht. So, schießen. Gut, wir haben den ersten schon erledigt, aber mir scheint, als ob es nicht der einzige wäre. Wir haben zum Glück auch einen Schalldämpfer, so kann ich auch mitballern. So, den holen wir uns. Okay, er ist tot. Ich habe gedacht, er hat es vielleicht überlebt. Aber nee, der ist tot. Sehr schön. Gut, dann schauen wir, dass wir weitergehen. Vorsichtig. Es ist alles schön verwinkelt. Hier können sehr, sehr viele Gegner auf einmal auftauchen. Und wir werden dann im Arsch. Den haben wir uns auch geholt. Zum Glück ist keiner in der Nähe gewesen, dass er das gesehen hat. Hat doch hier einer. Den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Ein feindlicher Hubschrauber, leck mich doch am Arsch. Ich will keinen feindlichen Hubschrauber. Und hier ist auch einer. Jawohl, mache ich schon alles, Jungs. Keine Sorge. Für was bin ich denn da? Okay, jetzt brauche ich aber Hilfe. Genau vor uns. Oh shit. Shit. Schießen die schon auf uns? Oh, da ist er hinter mir. Heilige Scheiße, wie kam denn der jetzt hinter mir? Wo ist mein Team? Also das war jetzt überhaupt nicht cool, Jungs. Machen die da hinten? Komm doch mal! Okay.
Nur 30K ist da, um mir zu helfen, oder wie? Die anderen haben keinen Bock, oder was? Okay, sie kommen schon. Oh, scheiße. Ach du verdammte Scheiße hier, was ist denn los da? Jungs, ihr müsst mir schon helfen, ihr könnt doch nicht einfach den Boss hier alleine vorlaufen lassen. Was soll denn das hier? Wollt ihr mich tot sehen? Wir sind ein Team? Oh, oh! Holy shit! Wirft ihr mit einer Granate nach mir? Blödes Arschloch. Okay, Deckung, Deckung, Deckung! Nein, 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 schlechte Idee gewesen, schlechte Idee. Jungs, holt mich hoch. Jungs, holt mich hoch. Hallo, Hilfe! Ja, hier bin ich. Danke. Bitte Beeilung. Sehr schön. Sehr schön, danke dir, mein Freund und Hilfe. So, jetzt aber. Ihr könnt euch auch ein bisschen ein paar abschießen, ja, nicht nur ich hier. Machst du dich auch was? So, vielleicht einen Sensor werfen hier, ob es vielleicht noch ein paar gibt. Nee, es sind. Okay, es ist sicher. Es ist sicher. Sehr gut. Sehr schön, gut gemacht. Es war zwar ein bisschen. Na, es war jetzt nicht ganz professionell, was wir hier gemacht haben. Vor allem, dass mein Team einfach irgendwie 100 Meter nach hinten gegangen laufen ist und mir nicht nachgelaufen ist. Was soll denn das? Sie sind einfach hinten geblieben und wollten mir gar nicht helfen, außer 30K. Ja, Pepper und Ghost Lead, ja, die. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben. Die hatten ein Picknick gemacht, wahrscheinlich hier. So, weiter geht's hier. Wir gehen jetzt in irgendein Gebäude rein. Oh, hier gibt es viele Möglichkeiten zur Deckung. Ja, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten zur Deckung. Ich hoffe, dass euch das mit dem V-Sync auch nicht allzu sehr stört. Man merkt es halt schon ein bisschen. Aber ja, mit V-Sync kann ich es halt eben nicht flüssig zocken, weil ich weiß nicht wieso. Aber nicht so schlimm. Auf der Konsole gibt es ja auch kein V-Sync, also. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, obwohl es stört schon ein bisschen. Muss ich schon zugeben. Aber ja, wenn wir es flüssig spielen wollen, ja, dann müssen wir es leider deaktivieren. Okay, wo sind wir denn hier jetzt eigentlich angekommen? Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder so eine Action hier, wo wir reingehen und schießen müssen. Oh, der hat eine Axt dabei. Cool. Nee, doch nicht. Hier wird doch noch nicht geschossen. Die Einheimischen sind wohl auf Rache. Die reißen ihn in Stücke. Was sollen wir tun? Tun? Wir sind nicht mal hier. Wir sind nicht mal hier. Ja, wir sind nicht hier. Wir tun gar nichts. Aber wir klettern hier einfach schön drüber, lassen den hier schön abschlachten, hier den Soldaten. Dann sollen sie das ruhig machen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Tarnung aktiv. Sollen sie ruhig ein bisschen zerstückeln, der hat's verdient. Der hat's verdient. Negativ, Hunter. Hier sind mehrere Tankstellen, aber wir sehen nicht, was darunter ist. Sie werden laufen müssen. Ah, oh, super. Ist ja logisch, dass sie wieder laufen müssen. Trotzdem muss man noch immer selbst nachsehen gehen. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich nicht alleine sein werde. Ja, hier sind schon die ersten Zivilisten. Die laufen weg, also sind wahrscheinlich hier irgendwo. Irgendwelche Idioten, also muss ich aufpassen hier. Die laufen nicht umsonst weg. Die rennen bestimmt nicht umsonst. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Keiner, denn in Afrika sind alle schwarz. Haha. Ah, Flachwitz. Okay, eine Landezone. Okay, wir haben schon Kontakt. Wo haben wir den Kontakt? Drüben bei dem Gefechtsstand. Okay, ich sehe gar nämlich gar nichts hier. Sehe zwei weitere. Ah, da oben. Geradeaus. Wartet noch, okay. Jungs, bis wir ein bisschen näher sind. Ich sehe noch. Nee, komm, schließ den ab. Wo siehst du ihn? Zu unserer Linken. Da sind zwei. So, Nummer 1, Nummer 2. Holt euch die beiden Jungs.
Hier sind noch zwei. Vor uns. Auf deinem Signal. Sehr schön, sehr schön. So gehört sich das. Er hat gesagt, es sind noch zwei. Ja, hier ist noch einer. Könnt ihr auch gleich mit erledigen, Jungs, bitte. Danke. Sehr schön. Waren das alle? Schätze schon. Und wenn es auch nicht alle wären, dann ist auch egal, weil ich bin ja getarnt. Also habe ich immer einen Vorteil. Ist mir einer Meinung nach ein bisschen sogar zu leicht in diesem Spiel. Weil man immer so gut getarnt ist. Da ist noch einer. Wo ist noch einer? Da. Und den habe ich erledigt. Den auch. Sehr schön. Ich kann auch schießen, nämlich, ja? Was, Angriff, Angriff? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Schnell Hinterkunft. Okay, vielleicht eine Splittergranate werfen hier. Dass der Scheiß hier in die Luft geht, wäre sehr schön. Jawoll! Perfekt getroffen. So, wo sind sie denn? Oh, da ist einer. Okay, vielleicht den Sensor werfen, weil ich sehe nichts. Okay, keine Gegner. Aber sie ist noch nicht sicher? Jetzt ist sie sicher. Gut, gut, gut. Aber wir müssen dann wieder mal 90 Meter weiterlaufen. Was soll denn das Scheiß? Kann man nichts machen. Aber wir sind eh nicht so weit weg hier. Wenn der Heli uns sieht, wird's schnell ungemütlich. Ah, und dann geht's wieder weiter. Ah, den hole ich mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Wir müssen den Hubschrauber zerstören. Na toll. Mit was denn? Mit was denn? Ich glaube nicht, dass draufschießen irgendwas hilft. Warte mal, vielleicht haben wir hier irgendwas Besseres. Nee, haben wir nicht. Okay, Waffenkisten öffnen. Was haben wir denn hier? Oh, Granatenwerfer. Ja, sollte ich vielleicht nehmen. Wenn ich wüsste, wie ich wechseln kann. Ah, Mann, ich habe nicht um die Waffe gewechselt. Ich trottel nicht. So, ich will jetzt diese Waffe hier haben. Da, diese. Ja, keiner mit. Jawohl. Somit könnte ich ihn vielleicht runterkriegen. Naja, treffen sollte man. Ah, ich habe ihn sogar getroffen. Sehr schön. Jawohl, somit kriege ich ihn runter. Ich bin ja doch gut. Jawohl, er ist tot. Heli down, Jungs. Heli down. So eine zweite Waffe sollten wir vielleicht hier nehmen. Die will ich haben. Und dann die Scharfschützengewehr, PDR, ne, ich will die MP. So, ja, mit der MP. Jawohl, so, laufen wir dann weiter. Heli ist down. Wir müssen jetzt die Aufklärungsdaten sammeln und ja, es ist kaum zu übersehen. Hier oben ist der fette Pfeil. Den laufen wir jetzt nach, aber unser Team lernt eh schon, wie verrückt. Die laufen schon, die wissen, dass hier nichts lauert auf uns. Die wissen, dass hier keine Gegner sind. Oh, da ist der Van. Okay, das müssen wir zu viert machen, wie es aussieht. Angriff, Angriff! Overlord, wir haben die Infos. Bereit zur Abholung. Verstanden, Hunter. Trifft ihr unterwegs zur LZ? Es könnte auch vielleicht eventuell sein, dass man meinen PC ein bisschen lauter hört, weil er ist jetzt ein bisschen näher. Ich habe jetzt im Moment einen kleinen Tisch als Zwischenlösung. Und der PC ist einfach viel näher dran und die Grafikkarte wird dann gerne mal ein bisschen lauter und dann ist es natürlich ein bisschen doof. Aber es geht schon. Ah, Scheiße, das ist ja noch ein Heli. Nein, 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 Scheiße. Jetzt habe ich aber keinen Granatenwerfer mehr. Bringt sich was mit normaler Waffe drauf zu schießen? Bin ich ganz sicher. Nee, ist mit mir gar nichts. Mit dir gar nichts. Ich habe hier keine Munitionskiste oder eine Waffenkiste hier. Ich bräuchte dringend meinen Raketenwerfer. Ne, den Granatenwerfer. Ja, oder Raketenwerfer. Mir beides recht. Besetzt die Geschütze. Besetzt die Geschütze. Ja, wo sind denn Geschütze? Fettes Geschütz wäre natürlich sehr cool gegen diesen scheiß Heli. Da ist ein Geschütz.
So, wo ist er denn? Geh in Position. Jawoll, wir brauchen gar keinen Granatenwerfer. Eine MG reicht dafür. Haha, Gefahr neutralisiert und da fliegt er runter. Sehr schön. So, die Abholzone müssen wir erreichen, aber natürlich sind die halt so weit weg zum Glück. Hier ist auch schon der Heli. Wir können abziehen. Ja, sehr cool gemacht, würde ich mal sagen. Wir haben diese Mission auch beendet. Keine zivilen Opfer, 9 Kopfschüsse und meine Präzision war 74%. Ich bin zufrieden. Alles, was über 70% ist, ist mir recht. Und ja, ich würde dann sagen, wir beenden diesen Part hier. Und im nächsten Part geht es dann wieder weiter mit der nächsten Mission. Wir sind fertig mit Nigeria. Oder vielleicht gibt es jetzt noch eine kleine Sequenz aus dem Heli heraus zum Schießen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es dann schon sehen. Und ja, wir sehen uns einfach wieder im nächsten Part, Leute. Bis dann. Tschüss.